Moin Freunde, es war wieder Zeit für eine Comic-Review und jetzt ist ja bei Panini Comics seit längerer Zeit, eigentlich seit einem Monat, sag ich mal, ich hab's sogar ein bisschen spät bekommen, nämlich War of the Realms, das neue Marvel-Event erschienen, kommt mir so ein bisschen vor, das könnte vielleicht die Phase 5 werden im Marvel-Universum, im MCU, und wie sie mir gefallen hat, das seht ihr nämlich jetzt nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, zwei Events in einem, so gesehen Heft 1, also Heft 1 und 2, habe ich bekommen von Panini Comics. Erstmal Dankeschön dafür. Und was kann ich darüber sagen? 52 Seiten lang ist sind diese Hefte, ist ja die Heftform, ist ja kein Softbook oder was ich was in der Art. Und wir sehen ja natürlich diese beiden Hefte. Und man muss einfach sagen, dass der Zeichner Russell Dauterman wirklich gute Arbeit geleistet hat. Man sieht halt, es ist glaube ich auch der, der auch die Thor-Serie im Restart gemacht hatte. Und Autor ist hier halt Jason Aaron. Ja, 52 Seiten ist lang. Der erste Band ist am 1.10.2019 erschienen. Ist natürlich auch vorrätig, könnt ihr noch kaufen. 4,99 €. Genau wie dieses, kostet auch 4,99 €. Ist am 22.10. erschienen. Die nächsten müsste jetzt auch bald erscheinen im Handel. Bin sehr gespannt, weil die macht schon Bock auf mehr. Ist natürlich nicht zu vergleichen mit irgendwelchen Classic Events, ist ziemlich neu. Man sollte eigentlich auch, kenne ich jetzt natürlich nicht, diese ganzen neuen Thor-Serie sich mal angeschaut oder durchgelesen haben. Wie ihr wisst, ist es natürlich auch Jane Foster irgendwann ja Thor geworden, also eine weibliche Thor. Hier ist es dann ja so gesehen nicht mehr und wir sind eigentlich mitten im Kampf drin gegen natürlich ein Malekith. Malekith, nicht wie im MCU, sag ich mal, schwach, hier mega stark. Und es zeigt einfach das Event. Das erste Heft, muss ich mal einfach sagen, wenn wir jetzt mal anfangen mit der Kritik. Das erste Heft ist solide. Ganz ehrlich, solide. 52 Seiten sind hier wirklich schnell durchgelesen. Kam mir vor, wenn ich eigentlich nur die Hälfte gelesen habe. Die Schriften wandeln sich auch hier, wenn man mal so ein bisschen guckt hier in diese Reihen. Wir haben erstmal so ein bisschen, ja, so keltische Schriftart, die wirklich sehr schwer zu, sag mal, zu lesen ist. Wandelt sich aber, wenn sie zu Midgard gehen, zu der Erde, zu normalen Schriften. Also man sieht dann so ein bisschen, auch in diesem ersten Teil ist, glaube ich, Spider-Man, Thor natürlich sehr im Fokus, andere Charaktere auf jeden Fall auch, aber natürlich erstmal Thor, die ganze, sag mal, Asgard, die ganzen Asen sind hier mehr im Fokus, ist ja klar. Es dreht sich ja, habe ich ja gesagt, nach Thor fängt es an und das Marvel-Event nimmt da ein bisschen Fahrt auf und macht am Schluss Bock auf Teil 2. Man will einfach wissen, wie geht es da wirklich weiter, was will mir wirklich jetzt einmal, wie ist denn jetzt nochmal, Jason Aaron sagen, Jason Aaron als Autor und Russell Dauterman zeigt einfach wirklich so zum Liebe zum Detail, herzblutmäßig, was er drauf hat, auf jeden Fall. Und dann kriegen wir Heft 2. Heft 2, Heft 1 sage ich ja solide, Heft 2 zeigt die Eisriesen, alle möglichen Leute kommen mittlerweile nach Midgard und es kommt zum Kampf. Alter Schwede, Leute. Das ist schon wieder geil, wo man sagt, boah, ne, so Marvel-Event hat man schon lange nicht mehr gesehen. Die so ein bisschen, auch wo man sagen könnte, es ist modern. Könnte vielleicht sie Disney auch oder Marvel Studios da ein bisschen bedienen und könnte sagen, vielleicht haben sie es einfach auch schon so ein bisschen geplant. Es kam mir so ein bisschen vor, dass da einige Sachen, die wirklich spekuliert werden und einfach eine Theorie aufgestellt worden sind, dass sie dann auch in der Phase 5 oder Phase 4 in den Serien vielleicht kommen können. Sei mal bereit, also sei mal gespannt, wie es da vielleicht weitergeht. Aber auf jeden Fall muss ich hier sagen, der hat mir besser gefallen als das Heft 1. Aus dem Grund einfach, hier war viel mehr Action, wo ich am Schluss sagte, was? Du bist ein Cliffhanger-mäßig, freue mich auf Teil 3, muss ich einfach sagen. Und hier ist es auch so, da hat man sich mittlerweile dran gewöhnt an die Schriftart. Die Panels sind ziemlich groß gemacht, sehr gut leserlich, anschaubar auf jeden Fall. Und die Zeichnungen, habe ich ja gesagt, also das ist schon, also schon geile Sachen. Also es geht hier wirklich blutig her. Also es ist einfach kein Kindercomic, es ist wirklich schon was für Erwachsene. Mindestens ab 12 Jahre, die sich das anschauen könnten. Für das Geld würde ich jedem empfehlen. Bewertung gebe ich ja bei Comics nicht so gerne, aber ich wäre hier schon so wirklich so bei einer, ja, so 7,5 bis 8. Also ich würde sagen, das erste Heft würde ich eine 7 geben, 7 von 10. Und wenn ich das hier bewerten würde, wäre es schon wieder eine 8,5 von 10. Kann aber manchmal nicht so mithalten, natürlich mit größeren Events von damals. Vielleicht ist da immer ein bisschen mehr Liebe zum Detail, aber das ist schon so, wo ich sage, zu der modernen Zeit richtig cool gemacht und da sind auch coole Charaktere bei, halt neue Charaktere oder auch alte Charaktere, die man halt liebt, The Punisher, Daredevil ist dabei, natürlich auch ein Spider-Man, der auftrumpft, wie er halt ist und das fand ich einfach sehr gut. Hat Panini wirklich was Gutes geschaffen oder, ja sag mal, was heißt Panini? Marvel hat es ja geschaffen und Panini hat's halt bringt es halt heraus. So,
bin am Ende, ihr merkt schon, ich schwärme schon ein bisschen von diesem Marvel-Event. Ich bin nicht der Einzige, ich habe das schon ein bisschen gelesen, so ein bisschen die Kritiken von anderen Kollegen. Die gefällt das auf jeden Fall auch. Und ja, Leute, schaut mal gerne rein in diesen Comic. Bis dann und ciao und bam.